Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich nehme euch heute mit zum großen Organscreening. Wir haben heute einen Frauenarzttermin, ich und das Baby. Und ich bin gerade auf dem Weg, liege gut in der Zeit und freue mich riesig, das Baby wiederzusehen, zu schauen, ob es sich nun bestätigt, ob es ein Junge ist oder ob es doch ein Mädchen ist. Wir sind gespannt. Beim letzten Mal hat die Frauenärztin das ja, so ein bisschen in Frage gestellt. Also sie hat gesagt, dass sie sich nicht festlegt und dass sie den Jungen in Klammern setzt. Dementsprechend sind wir sehr gespannt, was denn da nun rauskommt. Und natürlich auch, ob alles in Ordnung ist. Wir hatten beim letzten Mal ja ein paar Schwierigkeiten. Erstmal wegen der Plazenta und zweitens wegen der Unterversorgung von meiner Durchblutung zum Baby. Da müssen wir natürlich auch einmal schauen, einmal kontrollieren, ob es besser geworden ist oder ob das schlimmer geworden ist. Wenn es gleichbleibend ist, sollte es in Ordnung sein, aber natürlich müssen wir es dann immer noch strenger kontrollieren. Und natürlich auch müssen wir schauen, ob das Baby jetzt gut zugenommen hat durch diese Unterversorgung. Wir sind einfach mal sehr gespannt. Ich freue mich wie gesagt sehr und ich nehme euch einfach so ein bisschen mit. Viel Spaß! So meine Lieben, ich musste einen riesen Umweg fahren und stand jetzt auch noch hier eine Viertelstunde im Stau. Ich bin mega sauer. Weil ich hasse es, unpünktlich zu sein. Und ich bin extra schon eine Viertelstunde früher losgefahren. Aber wer kann schon sagen, dass es da auf einmal gesperrt ist? Ne? Hat mir niemand vorher gesagt. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall da. Ich sehe den Parkplatz schon. Und werde dann ganz schnell reinhüpfen. Und euch versuchen natürlich was zu filmen. Mal gucken, wie das klappt. Das ist heute nämlich eine neue Ärztin. Die kenne ich noch nicht. Die ist ganz neu in der Praxis, weil die alte, die vorige hat gekündigt und dementsprechend haben wir jetzt eine neue Ärztin. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, wie sie ist und wie sie das mit dem Film und sowas sieht. Dementsprechend schaue ich dann mal. Genau, jetzt aber erstmal ganz schnell ein Parkticket holen und rein. Denn es ist 11 Uhr und ich habe einen 11. Termin. Oh. Naja, hoffentlich klappt das trotzdem alles. Meine Lieben, wieder zu Hause angekommen, wollte ich euch natürlich berichten, was denn beim großen Organscreening rausgekommen ist. Das heißt, wie geht's dem Baby, wie groß ist es, wie schwer, was wurde alles gemacht, was wurde getestet und geschaut und natürlich, ob sich die Probleme vom letzten Mal verbessert haben. Ja, ich bin angekommen ein bisschen zu spät wegen dem Stau und es war aber auch gar nicht so schlimm, denn ich musste sowieso noch eine Viertelstunde warten. Ist ja auch gar kein Problem. Genau, ich saß aber schon vor dem Sprechzimmer, also nicht im Badezimmer, sondern vor dem Sprechzimmer. So. Und dann musste ich noch einen Zettel ausfüllen, dass ich der Untersuchung eben einwillige und wo ich ankreuzen musste, ob ich, zu einem Arzt weitergeleitet möchte, wenn irgendwas auffällig ist. So einen Zettel muss man da ausfüllen. Das habe ich gemacht. Und dann wurde ich auch aufgerufen, ungefähr nach einer Viertelstunde. Und dann ging es los in den Raum. Und es war ja, wie gesagt, eine neue Ärztin. Ich kannte sie noch nicht. Und dementsprechend war ich natürlich ganz aufgeregt. Wie ist die neue Ärztin? Vor allem, wie intensiv schaut sie? Und wie stark berichtet sie während des Ultraschalls? Und ich muss... Also tatsächlich muss ich sagen, sie war super nett, ein bisschen älter als die vorige, aber gar kein Problem. Sie war wirklich sehr, sehr nett und war so ein bisschen verrückt, denn sie fing während der Untersuchung einfach an zu singen und zu tanzen. Das war total crazy, aber ich fand das irgendwie cool, also es war gar nicht schlimm und es hat das irgendwie so ein bisschen aufgelockert. Und
Sie war sehr still bei der Untersuchung. Also sie hat vieles für sich behalten und immer nur gesagt, ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, aber nichts irgendwie genaueres. Meine Ärztin davor hat immer ganz, ganz anders so erzählt und immer gesagt, ja, der Wert ist so und das ist so und so und das ist, ne, also sie hat da viel, viel mehr erzählt, aber ist ja auch nicht schlimm. Es wurde sich alles angeguckt vom Baby, also jedes Organ wurde sich ganz genau angeschaut, natürlich auch ganz besonders das Gehirn und das Herz. Also die zwei Sachen waren wirklich, da hat sie sehr, sehr lange geschaut und auch viele verschiedene Positionen, viele verschiedene Ebenen angeschaut und auch alles ausgemessen, also Kleinhirn, Großhirn. Beim Herz hat sie die Durchblutung mehrfach getestet und das Vierkammersystem. Ja, all solche Sachen hat sie getestet und auch Blase, Niere, sieht alles in Ordnung aus, alles top. Dann natürlich fünf Finger und fünf Zehen, alles dran. Zwei Arme, zwei Beine, hat sie gesagt. Und ja, dann gab es auch ein 1000-prozentiges Outing. Also da ist nichts mehr zu machen, sagt sie. Da kann, wer weiß Gott, noch irgendwas passieren. Das ist auf jeden Fall fest. Das 1000-prozentige Outing haben wir also bekommen. Ja, das hat sie als allererstes gemacht übrigens, weil meine Ärztin, also meine normale Frauenärztin, hat das extra in meine Akte eingeschrieben, dass es beim letzten Mal eben nicht so sicher war. Und genau, da hat sie dann direkt geschaut, ach so, hier, ihre Ärztin hat ja gesagt oder es in Frage gestellt und dann schauen wir doch direkt mal nach. Und das Baby lag auch perfekt dafür. Also sie hat die ganze Zeit gesagt, ach du kleines Klappenmesserchen, weil das Baby eben mit dem Kinn auf der Brust war und die Knie im Gesicht. Also es war richtig so zusammengeklappt. Und dann sagte die Ärztin immer, ach du kleines Klappmesserchen. Aber dadurch hatten wir natürlich schönen Blick nach unten. Ja, davon haben wir auch ein Foto bekommen. Und das ist jetzt wirklich absolut sicher. Am allerwichtigsten ist natürlich aber die Gesundheit. Uns ist das Geschlecht wirklich völlig egal. Also es könnte ein Junge sein, es könnte ein Mädchen sein. Es ist mir wirklich völlig wurscht. Also ich bin da wirklich gar nicht so. Wir freuen uns über beides und lieben beides. Es ist völlig egal, wie gesagt. Hauptsache, das Kind ist gesund. Und das ist es auch, denn das Baby ist wirklich top entwickelt. Es ist 26 cm und wiegt 476 Gramm. Sogar ein bisschen mehr als Lia damals in derselben Woche ungefähr. Genau, also total Wahnsinn. Und ich freue mich einfach riesig. Ich habe auch nochmal angesprochen wegen der Unterversorgung von meiner Seite aus. Da hatte ich ja auf meiner rechten Seite ein paar Probleme wegen der Blutversorgung. Und da hat sie auch nochmal geschaut und sie hat gesagt, das sieht gut aus. Und was ich auch nochmal angesprochen habe, war wegen den starken Übungswehen. Ich hatte ja wirklich sehr starke Übungswehen. Und da habe ich gesagt, sie soll doch mal bitte nach dem Gebärmutterhals schauen. Und da sie sowieso gerade da unten nach der Plazenta geschaut hat, wie tief die sitzt, habe ich sie dann gefragt, ob sie mal kurz schauen kann. Und der ist bei, oh, was war das? Ich glaube knapp 4 cm habe ich jetzt gesehen. Genau, also sie hat ihn einmal ausgemessen. Knapp 4 cm. Sie sagt, das ist gut. Und damit bin ich zufrieden. Ich kenne mich da mit den Werten nicht so aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, ich glaube 3,7 oder 3,8 cm oder so. Irgendwie sowas. In dem Dreh war das auf jeden Fall. Genau. Also haben die Wehen wohl da nicht viel ausgewirkt. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Und auch die Plazenta ist ordentlich nach oben gerutscht. Also sie hat ordentlich geschaut. Und bei dem Ausgang unten zum Beispiel, so sieht das ja unten aus. Wie so ein, ja, ne, hier geht das Baby da heraus. Und die Plazenta, also sie hat dann geschaut und dann hat sie gesagt, ja, hier sehen Sie alles, 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 alles frei und hier beginnt dann die Plazenta oben. Und ist immer noch eine Vorderwandplazenta, hat man auch richtig schön gesehen. Und die Plazenta ist, wie gesagt, schön weit oben, also ungefähr hier so. Das heißt, sie beginnt bei mir so, ja, so knapp über dem Schambein. Also es ist eigentlich wirklich perfekt, hat sie gesagt. Und die Plazenta sieht auch noch sehr, sehr gut aus, also keine Verkalkung oder sowas. Das wäre in der Woche auch schon, glaube ich, nicht so gut. Das kommt ja eigentlich immer erst ein bisschen später, aber sie sagte, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich musste auch sagen, die Plazenta sieht
sah wirklich gut aus. Also die hatte so eine schöne Form und eine komplett einheitliche Farbe. Also die war nicht irgendwie in einigen Stellen ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller oder hatte irgendwas da drin oder so, sondern die war komplett grau. Also es war echt total Wahnsinn. Und die sah an den Seiten sah die immer so ein bisschen aus wie so, ja, wie so ein Stück Wurst. Also wie so eine Wurst in der Pelle irgendwie, total verrückt. Ja, also sah auf jeden Fall alles gut aus. Und die Versorgung, wie gesagt, von meiner Seite auch gut. Das habe ich sogar selber gesehen. Sie hat ja rechts und links einmal meinen eigenen Herzschlag abgehört, sozusagen. Und beim letzten Mal war der rechts wirklich sehr auffällig. Das habe ich selber gesehen, habe ich ja im letzten Update auch erwähnt. Und jetzt waren die beide komplett gleich. Also das ist schon mal wieder gut geworden. Ich weiß nicht warum und weshalb das beim letzten Mal nicht so gut war. Dazu hat sie mir, wie gesagt, nichts gesagt. Ich habe einfach nur, also hätte ich nichts gesagt, hätte sie auch gar nicht geschaut. Ich habe nur gesagt, dass meine Frauenärztin das eben beim letzten Mal angesprochen hat, dass es nicht so gut ist und dass sie doch bitte mal schauen soll. Und ich werde deswegen ja, beim nächsten Termin einfach noch mit meiner normalen Frauenärztin quatschen, dass sie noch mal schaut, weil sie erzählt einfach ein bisschen mehr. Und dann weiß man immer ein bisschen mehr, weil die Ärzte, die haben halt ihr ganzes System im Kopf, aber man selber als Patient steht ja immer da und denkt, was ist denn jetzt los und was bedeutet das für mich und mein Kind? Ja, gewachsen ist das Baby, wie gesagt, auch sehr gut, sogar ein bisschen schwerer als Lia, genau gleich groß. Also Lia war auch 26 cm und wir konnten das Baby leider nicht so viel sehen. Ihr habt das ja in dem kleinen Video gesehen. Also das Baby hat sich total blöd versteckt und die Frauenärztin musste so hier an der Seite an der Rippe die ganze Zeit schallen, weil sonst hätten wir vom Gesicht gar nichts gesehen, weil das Baby lag mit dem Rücken oben. Und dann, wie gesagt, wie so ein Klappmesser eingeklappt. Und man hat wirklich gar nichts gesehen. Und wir haben kein schönes Foto bekommen oder so. Das war natürlich sehr schade. Aber beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht wieder ein paar schönere Fotos. Da steht ja auch nochmal ein 3D-Ultraschall an. Genau, das hat meine Frau letztens mir noch versprochen, dass wir das nochmal versuchen. Sie ist da nicht so gut drin, aber sie macht das sehr, sehr gerne. Ich finde es ein bisschen schade, weil wir bei Lia wirklich richtig tolle Fotos bekommen haben. Also von Lia haben wir bei diesem Organscreening tolle Fotos bekommen, tolle Videos bekommen, wo sie zum Beispiel einmal auf ihrer Hand so gekaut hat und so. Wahnsinn. Aber ja, ist ja auch nicht schlimm. Ich habe noch ein paar Ultraschalltermine vor mir und da kommt bestimmt noch das ein oder andere Foto. Und ich freue mich trotzdem über das kleine Video, was wir haben, weil man dann einfach ja so eine kleine, richtig schöne Erinnerung hat. Ja, und das war's auch eigentlich von dem Update. Also ich wollte euch das einmal erzählen. Ich wollte euch noch einmal kurz berichten darüber, wie das mit dem Organscreening abläuft. Denn ganz viele auf Instagram haben mir geschrieben, dass sie so ein großes Screening gar nicht haben bei sich in der Praxis. Und tatsächlich muss ich sagen, das ist eigentlich ein normales Screening ist, das muss man nicht bezahlen und es gehört eigentlich zu jeder Schwangerschaft dazu. Es wird, also ich habe das Gefühl, es wird behandelt wie das Ersttrimester-Screening, weil eben genau dasselbe gemacht wird, außer dass halt die Nackenfalte gemessen wird, aber sonst wird genau das gleiche gemacht und dementsprechend empfinde ich es für einen großen Unterschall, weil ich sonst halt auch immer nur ein paar Minuten in der Praxis bin und bei dem Organscreening über eine Stunde geschallt wird. Aber ihr könnt auf jeden Fall gerne nochmal in eurer Praxis fragen, wenn bei euch das nicht gemacht wird, weil eigentlich, wie gesagt, musste ich nichts bezahlen und auch bei Lia war das ein Angebot von, also von der Praxis, beziehungsweise wurde ich gar nicht gefragt, ob ich das machen möchte, sondern es steht einfach fest, dass es gemacht wird. Sprecht es einfach am besten nochmal an, wenn es bei euch nicht gemacht wird. Viele haben mir auch geschrieben, dass es dieses zweite Screening im Ultraschall, im Mutterpass. Das stimmt nicht, das ist nicht das gleiche. Denn das Organscreening wird nicht im Mutterpass eingetragen. Da gibt es nur einen kleinen Stempel, dass es gemacht wurde, aber da wird nichts eingetragen. Also in dieser Spalte mit diesen drei großen Screenings, da ist es nicht mit drin. Das ist nicht das gleiche, das darf man nicht verwechseln. Aber ihr könnt es, wie gesagt, gerne mal ansprechen, weil, wie gesagt, bei mir war das umsonst. So, und jetzt möchte ich euch nicht länger hier voll quatschen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Videos mit dabei. Hier oben könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!